es ist so heiß heute. Können wir uns ein Eis kaufen gehen? Na klar, warte, ich gebe euch Geld. Oh, super. Hier, bitteschön. Viel Spaß euch beim Eisschlecken. Danke, werden wir bestimmt haben. Hoffentlich haben sie heute Waldmeister da. Letztes Mal hatten sie das nicht. Das ist meine allerliebste Sorte. Meine ist Schoko. Die haben die immer da. Schoko mag ich auch gerne. Wenn sie keinen Waldmeister mehr haben, dann nehme ich Schoko. Guten Tag. Buongiorno, zwei hübsche Principessa. Was möchtet ihr gerne? Ich möchte eine Schokoladenkugel in der Waffel, bitte. Sie, sehr gerne. Was möchtest du? Haben Sie Waldmeister? Natürlich. Dann nehme ich eine Kugel davon. Sehr gerne. Kommt sofort. Bitte sehr. Danke. Das macht 3 Euro, bitte. Bitte sehr. Mille grazie. Uno momento. Haben wir was vergessen? Nein, ihr seid heute meine 100. Kunden. Was? Wirklich? Sie, ich mache diese Aktion schon länger. Jeder 100. Kunde bekommt ein kleines Präsent von mir. Oh, wie toll. Ich habe noch nie etwas gewonnen. Hier, bitte sehr, kleine Principessa. Viel Spaß damit. Kreide? Wie cool. Danke. Dankeschön. Bitte sehr. Lasst uns schnell unser Eis essen und dann was Cooles mit der Kreide machen. Oh ja. Ich kann doch gar nicht glauben, dass wir was gewonnen haben. Ja, das ist echt super. Wollen wir was malen oder was anderes machen? Weißt du, was wir schon voll lange nicht mehr gespielt haben? Nee, was denn? Hüpfekästchen. Stimmt. Obwohl meine Oma sagt, das Spiel heißt Himmel oder Hölle. Echt? Warum? Sie hat mir letztes Mal gezeigt, wie sie das früher gespielt haben. Und da gab es ein Feld mit Himmel und eins mit Hölle. Cool, lass uns das doch auch probieren. Und wo wollen wir spielen? Wir brauchen glatten Boden dafür. Am besten wäre ja hier in der Stadt. Okay, dann suchen wir uns hier ein Plätzchen. Hier ist doch gut, oder? Ja, okay, dann fangen wir an. Ich würde vorschlagen, dass wir hier anfangen und nach da springen. Ist gut. Zehn Minuten später. Bis jetzt sieht's genauso aus wie bei uns. Ja, der Unterschied ist eigentlich nur oben und unten. Unten ist die Erde, dann kommen die Zahlen. Und hier oben ist die Hölle und darüber der Himmel. Und in die Hölle darf man natürlich nicht rein. Genau, die muss man überspringen. Jetzt noch schnell die Kästchen beschriften. Erde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Hölle und Himmel. Fertig. Alles klar, dann lass uns loslegen. Du kannst anfangen. Puh, geschafft. Ich würde sagen, das war unentschieden. Dann machen wir es jetzt schwerer. Man darf nur mit links hüpfen. Okay, Challenge angenommen. Oh, gar nicht so einfach. Jetzt du. Okay, und los geht's. Ah, oh nein, ich hab verloren. Die Runde geht an dich. Nanu, Greta, hallo, was macht ihr denn hier? Opa, hallo. Stell dir mal vor, wir haben Maikreide beim Eisverkäufer gewonnen. Oh, das ist ja toll. Und jetzt spielen wir Himmel oder Hölle. Kennen Sie das? Oh ja, das Spiel kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Möchtest du auch mal? Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Na gut, ich versuch's mal. Also früher fiel mir das leichter. Du machst es richtig gut, Opa. Ja, weiter so. Oh, jetzt bin ich gegen eine Linie gekommen. Schade, jetzt hast du leider verloren. Ach, ist nicht schlimm. Es hat Spaß gemacht. Aber jetzt muss ich leider weiter. Nichts Böses und dann sowas. Nicht mehr in der Stadt habe ich Ruhe vor ihnen. Und dann kritzelt ihr auch noch die Straße voll. Das ist kein Gekritzel. Wir spielen Himmel oder Hölle. Pappelapapp. Also sagen Sie mal. Lass es, Laura. Das ist Frau Schick. Die ist in unserer Straße. Die ist immer so. Lasst euch von der nicht ärgern und spielt weiter. Wisst ihr was? Nee, was denn? Ich könnte mit euch wetten, dass sie am liebsten selbst gehüpft wäre, aber es natürlich niemals zugeben würde. Meinst du?
Ja, das meine ich. Also nicht ärgern, weiterspielen. Jetzt muss ich auch weiter. Tschüss, Opa, bis bald. Bis bald. Ich wüsste schon gern, ob Opa recht hat und Frau Schicki insgeheim gerne gehüpft wäre. Das werden wir wohl nicht rausfinden. Nee, aber ich habe eine Idee. Lass uns irgendwo verstecken und dann gucken, ob jemand anders hüpft. Oh ja, das ist witzig. Oh, da kommt schon die Erste. Das ist doch die Verkäuferin vom Supermarkt. Stimmt. Witzig, dass sie auch hüpft. Hey, das ist Frau Zackenzahn. Dass Frau Zackenzahn das mitmacht, habe ich mir schon gedacht. Die ist einfach cool. Und jetzt kommt der Eisverkäufer. Oh, wie schön. Sowas habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Das letzte Mal als kleiner Junge in Italien. Aber ich kann es noch. Hihihi. Das ist echt lustig, dass jeder, egal ob Erwachsener oder Kind, darüber hüpft. Ja, Klausi, das machen wir so. Der nicht, der war zu beschäftigt. Mal schauen, wer jetzt kommt. Frau Schick! Ich glaub's nicht. Die wird doch nicht etwa hüpfen. Haben Sie nicht gesagt, das wäre nur Gekritzel? Oh Gott, müsst ihr mich so erschrecken? Ist es doch auch. Jetzt tut sie so, als ob es ihr keinen Spaß gemacht hat. Dabei habe ich gesehen, dass sie gegrinst hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Tschüss!